Hallöchen und herzlich willkommen zu der Folge 78 vom FeeToBees Mini-Projekt. So, ein bisschen flüssiger, weil ich habe den PC schon neu gestartet. Das Magma-Crucible ist natürlich erst halb voll etwa. Im Carpenter, ich glaube, den muss man gar nicht irgendwie befüllen. Außer halt mit den Materialien, die jetzt folgen. Ja, mein Handy summt da fröhlich vor sich hin. Ne? Und so habe ich mir das Eisen und das Redstone, was wir jetzt gleich brauchen, rausgeholt. Hierhin war nur noch Bronze und hier vorne dürfte Tin sein. Genau, schnell ein Stack mitgenommen. Weil jetzt brauchen wir noch ein Basic Circuit Board. Und das machen wir, indem wir hier Tin hinmachen und außenrum Redstone. Hier legt man so Rezepte rein und dann kommt das. So, create your surplus. Was? Wenn das kommt, das ist... Ja, scheiße. Aber das ist jetzt, glaube ich, schon am Produzieren. Gut. Weil wir brauchen eigentlich genau ein Basic Circuit Board. Ich guck mal ganz kurz, was wir für die Farm brauchen. Und zwar... Für die ganz normale Farm. Ach, das Ganze nochmal. Yay, also brauchen wir zwei Basic Circuit Boards. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich noch ein Wetterchen mehr. Sprich, ich gehe ganz gut hoch. Genau. Halt ein paar Lags könnte es trotzdem manchmal haben. Hol mir hier kurz ein Wassereimer. Ich hab doch gerade Wasser geholt. Einmal Wasser. Hallo? Ich kann kein Wasser nehmen. Ach, bitte. Ich versuche kurz was. So. Okay, was ist, wenn ich den Server schnell, wenn ich ganz kurz reconnect, dann, aber ich bin noch hier unten. Ach, wie schön. Yay, darum ist nicht gegangen. So, jetzt aber. Was läuft eigentlich hier? Gar nichts. Hier muss ich jetzt hier noch den Wasserbucket reinmachen. Dann produziert den zweiten Basic Circuit Board schon. Jetzt was brauchen wir? Da brauchen wir wahrscheinlich auch ein Sturdy Casing. Da gucke ich ganz kurz. Okay, das war ein Fehler. Ja. Analyzer, Farm, Arboretum. Falsch. Turbo Combine, Iron Lectern Tubes. Ja, das Zeugs. Okay, dann haben wir eigentlich alles. Hier das Glas schnell. Das ist ein Set-Schwert in die Hand. So, und jetzt machen wir schnell unser Sturdy Casing. Natürlich aus originalem Bronze gemacht. Hier waren die Electron Tubes. Dann hier außen, glaube ich, so. Und dann hier, genau, die Combine. Jetzt machen wir das Ganze nochmal mit Bronze Electron Tubes. Das war natürlich genau so. Beziehungsweise Z ist ja so. Heißt, wir können das Eisen hier rausnehmen, das Glas hier reinschmeißen. Und hier stattdessen Bronze reinschmeißen. Genau. So. Das schmeiße ich aber auch noch. Ach, okay. Wie läuft es hier? Luftstandsphase ist voll. Magma Crucible braucht noch ein Weilchen. Heißt, ich werde kurz die Pipes hier wegmachen. Da, ja, das war genau die falsche Pipe gerade. Und zwar damit die beiden bleiben.
Okay, jetzt haben wir unser ein weiteres Basic Circuit Board. Es dürfte sich hier aber auch die Energie füllen. Genau, und hier muss ich eigentlich gar nicht mehr hin, sondern einfach hier drinne. Ja, genau so. Jetzt schmilzt das Glas rein und. Wir kennen ja das. Wir kennen ja das. Ich bin sehr gut Deutsch. Also, vorher machen wir noch ein Sturdy Casing. Das haben wir genau noch genug Kupfer fast. Genau. Ja, wobei wir haben oben noch 30 Bell. Jetzt hier das Bronze. Okay, Sturdy Casing. Und jetzt hole ich. Was hat Sturdy Casing? Ach, cool, ist der Permutatio drauf. Ist ja auch auf Seeds drauf, ne? Und genau die suche ich mir jetzt hier irgendwie raus. Und zwar hole ich mir das Ganze so. Ja, Updates für Office sind verfügbar. Leck mich. Ach, so, hier sind ein paar Seeds. Hier ist nix. Hier auch nix. Auch nix. Hier ist auch nix. Dann wird hier auch nix sein, genau. Und ja. Dann haben wir die Kisten durch. Vielleicht ist dort noch was drin? Nee. Okay, wir haben 31 Seeds als Startkapital, aber das wird eigentlich schon reichen. Jetzt gehe ich wieder hier zur Farm. Genau, Sturdy Casing haben wir. Hier unten dürfte jetzt auch Ditte. Genau, hier Bronze Electron Tube. Jetzt können wir hier wieder die Kabel anschließen. Unseren Kabelanschluss, ne? Und hier das Rezept können wir rausnehmen. So, das Glas habe ich dabei, genau. Die Bronze Electron Tubes auch. Jetzt hier Farm, Links, Shift Link, Farm, Certification Basic Circuit Board. Hä? Ich habe doch die Bronze Electron Tubes da rausgenommen, ne? Oder habe ich die drin gelassen? Ach ja. Ja. So, wir sind schon bei 7 Minuten. What the fuck, Mann. So, Farm. So. Jetzt haben wir die Farm. Die braucht einen Radius von 15 mal 15. Ich mache einfach mal 17 mal 17. Apropos, ich kann kurz hier gucken, wie es hier läuft. Hier ist wieder eine drin, hier ist ein Stack drin. Sprich, den machen wir kurz hier hinten rein. So, und jetzt die Farmen mache ich. Schwierig. Ich hole mir ganz kurz einen Stack Basalt Bricks. Oh Gott, es wäre so scheiße, wenn wir hier Aufnahmepflicht drauf hätten. Ich würde niemals mit all dem Scheiß fertig werden. Okay, das reicht schon um Basalt Bricks. Und zwar gehe ich jetzt hier ganz an den Rand und gehe dann nochmal runter. Genau, und zwar sind da noch 15 Platz. Hier sind wir bei 500 und da vorne. Ja. Ja, kommt zur Platz. Okay, hier sind wir bei minus 90. Heißt, ich gehe jetzt zu. Ach, das wollte ich nicht. Minus 90 heißt eigentlich minus 75, aber ich gehe mal zu minus 70. Heißt hier in dieser Reihe. Und jetzt haben wir dort 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okay, das ist gut. Heißt, wir müssen jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und dann kommt das hier die 9. Hier platziere ich mal die Combine. Und hier mal die Farm. Genau, da können wir jetzt Erde reinschmeißen. Huhuhu. Und dann hier Seeds. Das mache ich gleich mal die Seeds rein. Jetzt
Brauchen wir noch Golden Conductive Pipes? Ja, wobei, bevor wir das machen, könnten wir noch ein paar Reds. Nee, ich mach's mit Golden Conductive Pipes. Ist, glaube ich, am gescheitesten. Also vor allem am einfachsten. Der Weg des Fallen Menschen, ne? Ja, jetzt ist hier die Frage, die schalten wir mal aus. Ich habe gesagt aus, genau. Jetzt, die brauchen wir jetzt in nächster Zeit sowieso nicht. Heißt, die nehme ich mal mit. Den schalte ich auch mal. So, und jetzt hole ich mir von oben schnell noch ein paar Glasfaserkabel. Die dürften hier drin sein. Genau, in meiner Rauswerfkiste. Jetzt muss ich gucken, wo die Farm steht. Die Farm steht dort. Ach, komm jetzt. Ich mach schnell Hover-Mode rein. So, jetzt. Ja, hier schön Weed drin. Jetzt müssen wir das Ganze hier anschließen. Heißt, ich mache das von der Seite. Hier mache ich eine Electrical Engine hin. Ah, nein! Okay, dann machen wir schnell eine Electrical Engine. Dafür brauchen wir Kobbel, Holz. Kobbel, Holz, Redstone und Eisen. Und Zinn. Okay, Zinn ist natürlich in der Zinnkiste. Ja, hier. Zinn. 5 Stück. Die reichen nicht. Ich nehme mal den ganzen Stack mit. So. Jetzt hier Crafting Table. Wir brauchen einen Piston. Als erstes. Ach, wir hatten noch einen Stack Cobblestone dabei. Yay. So, nicht Tin, sondern jetzt brauche ich hier das Eisen und hier das Redstone. So, dann brauche ich 2 Zahnräder. So. 2 Zahnräder, die jetzt mit Kobbel noch ummanteln und dann. Also, jetzt mit Cobblestone. Und jetzt hier mit Zinn. Damit wir hier ganz schöne Tingiers rausbekommen. Die so schön glänzen. So, Glas haben wir glücklicherweise auch dabei. So, und hier die Tin Gears. Eine Electrical Engine. Ja, ich kenne fast alle Rezepte auswendig. Ja, ich bin halt eine Suchti, Mann. Kommt mal damit klar. Ach. Ah. Ja, aber hier kann man durch, weil es keine Microblocks sind. Ha, haha. Ich schätze etwa, dass es hier. Ich fasse noch ein bisschen weiter vorne, ne? Genau hier ist es. Heißt, ich mache jetzt von hier Glasfaserleitung nach hoch, nach hoch. Ja, ich kann sehr gut Deutsch, ne? Ich komme ja überhaupt nicht aus deutschsprachigem Raum. Ich bin voll Albaner und so. So. Jetzt hier runter. Nicht so weit runter. Auch nicht so weit hoch. Genau so. So. Jetzt brauche ich natürlich hier die Electrical Engine dazwischen. Eine Wrench. Das war, wird wahrscheinlich auch in meiner Rauswerfkiste sein. Ne Wrench. Nee. Dort hatte ich noch so ein bisschen wertvolle Sachenkiste. Oder halt Erzekiste oder eine Kiste halt. Wrench. Genau. Hier ist nicht die Wrench drin. Hier ist sie doch. So, durch Schnee kann man immer noch nicht durchporten. Ach, das ist doch so schön hier. In FiDeBeast, in meine Kraft. Ja, in FiDeBeast, in meine Kraft. Runterfallen ist noch schöner.
Kann ich jetzt den Hebel hier draufsetzen und... Ach, jetzt muss ich ein bisschen ausprobieren, ne? Weil die bekomme ich anscheinend nicht richtig können. Wow, ah, jetzt habe ich das Glas rausgeschmissen. Na, danke. Okay, dann im Flug shiften. Ja, das ging sogar. Aber ich mache es lieber so, versuche das. Okay, die pumpt nicht, weil es ist an nichts angeschlossen. So meint es jedenfalls die Engine. Ach, ja. Die meint immer noch nicht, dass da was angeschlossen ist. Meine Güte, du scheiß Engine. Du bist jetzt mal widerspenstig. Ich. Okay. Ich verstehe schon. Ja. Natürlich weiß ich, was fehlt. Und zwar eine ganz besondere Pipe. Von denen wir garantiert noch welche hatten, müssten wir eigentlich. Oder wir nehmen schnell diese hier und machen daraus eine Wooden Pipe. Genau. Weil die brauchen wir. Habe ich jetzt bemerkt. Wow, war ich früh. So. What? Okay, jetzt wieder hoch. Jetzt hier. Jetzt geht das, wenn ich die schnell abbaue und die hinsetze. Die Electrical Engine dran. Dann muss ich jetzt die Pipe hier so umsetzen. Genau. Dann fängt das an zu pumpen. Wenn jetzt hier Erde drin wäre. Erde ist ja kein Problem für uns. Wir haben ja dort hinten ein kleines bisschen. Glaube ich jedenfalls. Ja, ich hole mir kurz zwei Stacks. Wenn wir mehr brauchen, dann holen wir halt noch. Wir haben sie ja. Wow. Oh, shit, 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 shit. Nein. Ich muss in Sicherheit. Geil. Ja, jetzt haben wir nichts, aber wir haben eine Leiter. Eine Leiter, ja, halt eine Treppe. Ja, jetzt haben wir dafür keinen Hunger mehr. Hat sich richtig gelohnt. Und keine Level mehr, doch 5 Stück. Das heißt, wir hatten vorher mehr. Wo ist mein Alpha Solar Head? Nicht. Und wo ist die Quantum Hose? Nicht in Ernst, oder? Ich werd halber gestorben, Mann. Also ich bin ja gestorben, aber ich weiß ja, was ich meine. So. Jetzt gehen wir schnell runter. Es war jetzt blöd, weil wir sind in die Lava von unserer Magie gekommen, eben. So, jetzt Erde rein. Erde, Erde. Genau, jetzt baut es sich dort auf. Dürfte genau bis hier gehen. Ja. Perfekt, du eigentlich. Hier kann man eben nicht reingucken. Das heißt, ich glaube, da muss die Chest hin. Oder natürlich Pipes. Also, ich setze da mal eine Chest hin. Hoffe, dass da alles gut geht. Weil ich habe Angst, dass dann da auch die Seeds rausgehen. Wenn ja, dann muss ich da dann das noch anders regeln. So, jetzt wird hier eben das Wasser gesetzt. Da habe ich auch nichts dagegen, dass da unten ein bisschen Lava dann weggeht. Was gerade ein bisschen buggy ist anscheinend. Oh, oh, ho, ho. Ja, ich werde gucken, ob das hier dann geht mit dem Zeugs. Wenn nicht, dann gucke ich, dass es gehen wird. Ich mache jetzt noch ganz kurz Erde nachlegen, aber ich sage jetzt schon mal, also
Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen an meine, ja, treuen Zuschauer eigentlich. Ich bedanke mich dafür, dass ihr hier beim Miniprojekt immer wieder einschaltet, dass du einer von den fünf bist, die immer wieder einschalten. Ich sehe es ja an den Klicks, es sind glaube ich immer etwa 5 Klicks auf den Miniprojektvideos. So, jetzt reicht auch das und jetzt können wir dann gleich sehen, wie die Seeds angepflanzt werden. Ach, geil. Es lebe die Dunkelheit, ne? Aber komm, das mache ich alles jetzt schnell offscreen. Also, ja, bis nachher und tschüss.